Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Waventure. In der letzten Folge haben wir den Kuckucksclan gegründet, aber wegen datenschutzrechtlichen Gründen und weil wir angeklagt worden sind, dass wir anscheinend das Copyright verletzt haben des Kuckucksclans, haben wir uns jetzt umbenannt und jetzt heißen wir nicht mehr Kuckucksclan, sondern wir heißen jetzt der keine kleine Kästenclan. Heißt, wir sind der KKKK. KKKK, ja, 4Ks. Da sollen die mich ruhig mal versuchen, mich nochmal anzuklagen, die blöden Säcke. So, und als KKKK mögen wir aber trotzdem halt, wie der Name schon sagt, keine kleinen Kästen. Heißt, wir müssen auch dieses Mal wieder die Welt von diesen Abscheulichkeiten befreien. Oh, wie das nie langt. Das ist unfassbar. So, du aber. Dankeschön. So, doch dieses Mal werden wir natürlich unseren netten Clan-Mitgliedern Hallo sagen und ihnen Bescheid geben, dass wir nun KKKK heißen. Weil ich glaube, unsere werten Clan-Mitglieder hier auf dem weiten See, haben das noch nicht so mitbekommen. Diesen weiten See nennt man übrigens auch Ozean. So, guten Tag. Guten Tag, werte Herren und Damen. Nein, ihr seid nur Herren. Stimmt, ist richtig. Ihr ruht euch wieder aus. Könnt ihr mir trotzdem einmal kurz zuhören? Wir heißen jetzt nicht mehr KKK, sondern wir heißen jetzt KKKK. Ihr wisst alle, wofür das steht? Ihr wisst es, oder? Keine kleinen Kästenclan sind wir jetzt. Okay, das haben die schon irgendwie mitbekommen. Tschüss, werte Kollegen. Ich habe noch anderen Clan-Mitgliedern zu sagen, wer wir nun sind. Es ist nicht alle Tage. Wir sehen uns wieder. Keine Frage. Oh, ist die Erde etwa doch eine Scheibe? Das wäre ja richtig blöd. Chuck schwamm immer weiter in den Ozean. Niemand wusste warum. Er schwamm einfach weiter und schwamm und schwamm. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schließlich wurde er müde und ertrank. Er war nie der Klügste in der Stadt und auch nicht im Clan. Schwimme in den Sonnenuntergang. Ach, das ist wunderschön. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Immer schön auf Dori hören. Die hat die besten Tipps. Die Delfine, diese süßen und großzügigen Meerestiere, haben Chuck gerettet und ihn sicher nach Hause gebracht. Wie kamen sie dorthin und dann zurück zum Meer? Ich denke, wir werden es nie erfahren. Wir sind Aquaman! Woo! Wir sind einfach echt Aquaman. Guter Aquaman heißen wir aber natürlich auch anders. Und zwar Ben. LOL! What? Hier ist einfach ein Hai! Hallo, werter Hai. Ich bin Ben, aka Aquaman. Gehorche mir! What the hell, ist einfach ein Hai? Nein, das ist ein Delfin. Jetzt raff ich's. Ist dann im Wasser auch irgendwas? Haben wir jetzt eine geile neue Fähigkeit? Dann können wir ja an sich nicht ertrinken. Oh, ihr Fische, die ich rief. Kommt und schickt mich zu Atlantis. Endlich ist es soweit. Ihr kleine Fische. Ben konnte seinen Atem länger als 10 Minuten anhalten, aber das Wasser war ziemlich kalt. Bens Körpertemperatur sank rapide und unser Held erfror schnell. Ben drowned? Das geht doch gar nicht. Wie Ben drowned? Das als Aquaman, ich fasse es nicht. Der Drache rettete Ben aus Langeweile und brachte ihn nach Hause. Jeder Bösewicht braucht einen Feind, damit sein Leben einen Sinn hat. Oh, habe ich gesagt, dass Ben im letzten Ende tot war? Nun, er war fast tot, nur ein bisschen blau. Gut, dann haben wir jetzt also ein für alle Mal unser KKK-Leben hinter uns gelassen. Oder etwa doch nicht? Ist da etwa eine Lücke? Und wir müssen sie schließen, indem wir noch weitere unschuldige kleine Kästen töten? Unsere KKKK-Vergangenheit lässt uns einfach nicht los. Ah, Wage! Ben hatte so viel Freude daran, hunderte schwache Diener zu töten, dass er die Prinzessin, das Königreich und alles andere vergaß. Jetzt wollte er nur noch dieses matschige Geräusch hören. Und der letzte Mann sein, der steht. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Schließlich dezimierte Ben die Dienerbevölkerung, sodass er neue Hobbys finden musste. Wie wäre es, die Prinzessin einmal zu retten? Okay, das kann so nicht weitergehen. Wir können kein KKKK-Mitglied mehr sein. Wir müssen unsere Vergangenheit hinter uns lassen. Und wieder zu einem wahren Helden werden. Long! So, als Long geht die Reise weiter, die Prinzessin zu retten. Hä, hier ist einfach eine zweite Kiste. Was ist denn da drin? Oh, du hast die Königreichskarte? Bitte, was? Oh, okay, das ist neu. Wo hab ich die denn her? Cool, man erkennt einfach gar nichts. Ich weiß doch, wie das Königreich aussieht. Wofür braucht man das denn? Ah, wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen Hinweis hier auswähle. Oh, wenn ich den Kompass mitnehme und einen Hinweis mitnehme, dann wird das bestimmt auf der Karte angezeigt, nicht wahr? Ja, jetzt sagt er auch, wo wir sind und er zeigt auch, wo dieses Ende ist. Aha, der dunkle Lord, nerdigster Schatz, das klingt gut. Obwohl, wir wollen ja jetzt die Prinzessin retten. Der Liebe verfallen, das klingt auch gut. Das ist beim Amboss, ne? Alles klärchen. Prinzessin, ich komme! Lass uns eine Amboss-Liebe eingehen.
Hallo Prinzessin, ich bin's, Long. Ich habe meine schreckliche Vergangenheit hinter mich gelassen, um euch zu retten. Keine Sorge, ich werde euch befreien. Eine nette Fee hat mir gezwitschert, sie wollen gerne zum Amboss-Hof. Ich kenne da eine Abkürzung. Kommen Sie mit, kleine Prinzessin. Ich denke, so sterben wir. Ach Quatsch, Prinzessin, das ist eine Abkürzung. Sehen Sie, oh. Long und die Prinzessin haben das Loch im Boden nicht gesehen und sind direkt in den berüchtigten Amboss-Hof gefallen, aber da wollten sie doch hin. Abkürzung und so. Dann wurden sie von zwei Ambossen zerquetscht, die aus dem Nichts kamen, weil... Videospiele! Zum Glück war das alles nur eine Probe mit Standdubels. Jetzt, da Long wusste, was er vor sich hatte, war er bereit, die dunkle Festung zu überfallen. Diesmal wird alles besser. Ihre Krone liegt halt hier. Witzig. Hallo Prinzessin, da bin ich wieder. Wie fanden Sie das letzte Ende? Das war quasi das berühmt-berüchtigte Falling in Love, das gerade so in Mode ist. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Aber heute habe ich mir was ganz Nettes für uns beide überlegt, Prinzessin. Und zwar habe ich da unten noch was ganz anderes gesehen. Man kann nämlich auch hier links und rechts rein, wie es aussieht. Na, was haben wir hier? Hallo, kleiner Entwickler. Ich habe leider kein Schwert dabei. Hi, ich bin Javi, einer der Schöpfer dieser Welt. Ich bin hier und suche nach einem zusätzlichen Finanzierung. Ich glaube, das bringt auch noch was, wenn man einfach alle Entwickler hier tötet. Man kann anscheinend durch die Wand hier... Oh, das geht doch nicht. Oh nein, Javi, du hast mich reingelegt. Ich brauche diesen Reichtum nicht. Prinzessin, ist das euer Reichtum oder was geht hier ab? Da oben ist ein Knopf. Ich will diesen Knopf drücken. Prinzessin, wieso kommentiert ihr nicht, was ich hier tue? Ist das gut oder ist das schlecht, was wir hier tun, Prinzessin? Sagen Sie es mir. Oh Gott, Knöpfe drücken ist immer böse. Hier passiert irgendwas. Muss ihn gedrückt halten? Prinzessin, können Sie kurz hier bleiben? Prinzessin, was geschieht hier? Das geht immer weiter auf, okay. Sehr gut, Prinzessin, wir kriegen das hin. Und wir werden bestimmt nicht zerquetscht, wenn wir da jetzt vorbeigehen. Nein, nein. Oh, eine Kiste, Prinzessin. Ich habe gehört, Sie mögen Kisten. Gehen Sie da rein und dann sind Sie für immer safe. Das wusste schon Isaac. Mit seiner Katze. Diese große Truhe roch sicherlich nach einer großen Belohnung. Ja, der Dunkle Lords geheimes Manga- und Anime-Lager. War das wohl eher Hentai, hä? Wer muss Prinzessinnen retten, wenn man solch eine Sammlung hat? Otaku-Fieber. Wo ist die Prinzessin hin? Prinzessin ist plötzlich weg. Ah, wir hätten ja auch locker ohne die Prinzessin hingekonnt. Ups. Einfach Prinzessin weggeschmissen für Anime und Manga. Ist sowieso viel geiler als eine Freundin. Tim wurde schlafend in dieser Kammer gefunden und mit einer Kanone zu seinem Haus zurückgeschossen. Tim wachte an diesem Tag voller Chakra auf. Sind wir jetzt ein Ninja? Ha! Ich bin Naruto! Wuhu! Wir heißen trotzdem Tim? Nee, das geht so nicht. Wir nennen uns Naruto. Narutos Adventure startet nun. Das finde ich witzig. Ob es noch mehr solcher Anspielungen gibt? Hör! Ha! Chakra des Greifhakens! Kein Problem für mich! Hab keine Angst, Prinzessin! Naruto ist jetzt da! Und als wahrer Ninja weiß ich natürlich, wie ich sie hier rausbringe, ohne einen leisesten Mucks abzugeben! Der Dunkle Lord wird sie niemals finden! Oh ja, hatte ich vergessen zu erwähnen! Sie haben mir diesen speziellen Durchgang für Fall eines Feuers gebaut! Du hast es trotzdem gefunden, also denke ich, es ist keine große Sache! Okay... Okay, ein richtiger Ninja-Move hier halt. Richtiger Ninja-Gang. Oh, sind wir jetzt hinter dem Dark Lord? Ich glaube schon. Warte, war hier oben nicht die Rakete? Ja! Prinzessin? Ernsthaft? Das ist dein Fluchtplan? Prinzessin, ich bin hier der Ninja. Ich weiß, wie das hier funktioniert. Sie müssen mir jetzt vertrauen und in diese Rakete steigen. Sie wird sie nach Hause teleporten. Oder fliegen lassen zumindest. Sie wissen doch, wie man fliegt, oder nicht? Prinzessin? Ich vertraue Ihnen. Auf geht's. Wir sehen uns dann zu Hause. Tschüss, Prinzessin. Solch ein effizienter Held. Naruto hat die Prinzessin in 0,005 Sekunden geliefert, zusammen mit 3500 anderen Ergebnissen. Es ist seit diesem Tag als die schnellste Suchmaschine bekannt. What? König, bist du hier zufrieden? Deine Prinzessin ist wieder zu Hause. Und damit hat Naruto wieder mal den Tag gerettet und darf zum neuen Hokage dieses Königreichs werden. Ich finde schön, wie seine Tolle da immer hin und her wobbelt. Naruto hat mehrere Tage damit verbracht, das Blut auf seinem Dach aufzuräumen. Der König war mit seinem letzten Job nicht ganz zufrieden und ließ ihn zu einer wichtigen, aber ähnlichen Mission aufrufen, die mit seiner anderen Tochter zu tun hatte. Na gut, dann probieren wir das nochmal. Als echter Ninja können wir natürlich auch backstabben und ich glaube, das machen wir dieses Mal. Dafür brauchen wir natürlich unser Schwert. Das hatten wir eben nicht dabei, weil wir erst ein pazifistischer Ninja... Nein! Waren. Keine Sorge, König, ich bringe Ihnen Ihre Tochter zurück. Hör! Haya! Spider-Man Attack! Bin ein echter Ninja. Was willst du tun? Hallo, andere Tochter des Königs. Ich bin zwar noch ein Genin und habe meine erste Mission gefailt, aber mit Ihnen wird mir das garantiert nicht passieren.
Oh verdammt, wir gehen denselben Weg wie bei meiner ersten Mission. Ich meine, das ist alles geplant. Prinzessin 2, haben Sie keine Sorge. Ich werde diesen Auftrag mit bestem Wissen und Gewissen beenden. Oh, schau dir den großen, harten Kerl in seiner riesigen blauen Rüstung an. Ich wette, er überkompensiert etwas. Was meinen Sie damit, Prinzessin? Seien Sie nicht so unhöflich. Okay, als wahrer Ninja wird er mich nicht bemerken, Prinzessin. Achten Sie, was für coole Ninja-Moves ich mache. Stirb, dunkler Lord. Der dunkle Lord hat ein legendäres Duell erwartet. Aber stattdessen einen hinterhältigen Stich in den Rücken bekommen. Seine Augen schlossen sich langsam unter Tränen, während das verrückte Lachen von Naruto über das gesamte dunkle Tal hallte. Quick and dirty. Like a real ninja. Sorry, Dark Lord. Aber als echter Ninja mache ich auch geile Ninja-Moves. Das war nur mein Jujutsu, mein Kachikajutsu, das mich unsichtbar machen lässt. Und dann habe ich mich hinter dich geschlichen und dich getötet. Das war überhaupt nicht feige. Naruto prallte wochenlang offen mit seinem Sieg gegen den dunklen Lord. Sein Lächeln verschwand, als er hörte, dass ein neuer Bösewicht die Kräfte und Absichten von dem dunklen Lord geerbt hatte. Dieser hatte allerdings einen Namen, der tief im Optionsmenü versteckt war. Der Name des neuen Bösewichts war Brokkoli? Nein! Okay, damit würde ich dann sagen, gegen Brokkoli kämpfen wir beim nächsten Mal oder was auch immer wir mit ihm machen. Mal gucken, was wir mit Brokkoli machen. Aber ich würde sagen, das war's dann mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ihr lasst ein Like da und wenn ihr die restlichen Folgen nicht verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Ninja Move! Wow, 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 wow!